Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Apple Theorem starten. Zwar bei der nächsten kleinen Review-Test-Vorstellung. Ich habe ja schon mal das Gerät hier vorgestellt, und zwar den Petroleumheizer, welches hier so aussieht. Ich habe es heute mal tatsächlich getan. Wir haben minus 3 Grad draußen und ich habe mir gedacht, probierst du einfach mal aus, wie viel maximal an Heizleistung da rauskommt. Der hat ja eine ziemlich krasse Heizleistung auf der Rückseite von 3000 Watt angegeben oder 3500 Watt sogar. Ja, ziemlich gut, habe ich gedacht, musst du das Ganze doch mal testen, ob man denn in der unteren Etage alles heizen kann. So auf, ich sage mal, so circa 30, 40 Quadratmeter. Und das, muss ich sagen, funktioniert auch sehr gut. Das Ding hier läuft auf Hochtouren, wie man hier sehen kann. Ich habe einen kleinen Trick benutzt. Und zwar ist es bei uns so, dass die Heizung einen Frostschutz drin hat. Und der Frostschutz schaltet sich also in Form der Pumpe immer ein. Bedeutet also an der Stelle, dass das Gerät, also die Heizung, auch wenn sie hier auf 5 ist, keine Temperatur liefert, weil das Teil halt ausgestellt ist, aber die Heizungspumpe ab minus 3 Grad oder minus 1 Grad angeht, falls das Gebäude leer steht und der Temperaturregler unter 15 Grad steht, damit das ganze System halt nicht einfriert, ist die Pumpe also dauerhaft an. Das heißt, die läuft die ganze Nacht ohne Sinn und Verstand. Es sei denn, man nimmt, lässt die Pumpe ausstellen oder stellt die Pumpe manuell per Schalter aus. Ja, jetzt an der Stelle habe ich mir mal gedacht, probierst du mal Folgendes und habe hier die Wohnung frühmorgens hochgeheizt, beziehungsweise wir sind jetzt gerade bei 19,8 Grad. Das Thermometer steht hier auf dem Schrank links neben mir. Wir haben normalerweise 18 Grad, 18,5 Grad gehabt jetzt hier über Nacht, hat sich die Butze halt runtergekühlt. Nochmal kurz gelüftet, dann waren wir bei 17 Grad oder 16,5 irgendwie so in dem Dreh. Und ich habe das Teil jetzt hier seit ca. 20 Minuten an. Und wie gesagt, nicht mal in Reichweite jetzt hier des Thermometers, auf einer ganz anderen Seite. Und bin recht begeistert, wie die Heizleistung des Gerätes hier so funktioniert. Jetzt habe ich mir gedacht, warum, wird sich der eine oder andere fragen, warum stellt er das hier eigentlich an die Keramikheizung, beziehungsweise nicht an die Keramikheizung, aber es wäre auch möglich. Aber warum stellt er das hier an die Heizung ran, wo eigentlich Wasser durchfließt? Und zwar, ich will es bloß mal ausprobieren für den einen oder anderen. Ist einfach nur ein Test für mich, um mal zu sehen, falls mal wirklich der Heizungsausfall garantiert ist. Das passiert ja bei dem einen oder anderen häufig mal im Winter, dass irgendwas nicht richtig funktioniert, Heizungsausfall. Und wir hatten das auch schon mal im Februar, März. Deswegen habe ich mir diesen Petroleumofen hier geholt. Zur Sicherheit kann man dann hier die Hitze einfach ableiten, hiergegen. Gut, wenn die Heizung nicht funktioniert, läuft auch keine Pumpe. In dem Moment ist es so, ich will es einfach mal ausprobieren, ob es was bringen kann, wenn sich das Wasser in der Heizung erwärmt und ob es sich in dem Heizkörper verteilt, flächendeckend, sage ich mal. Weil wie gesagt, hier die 3000 Watt kommen zwar hier raus, hier sieht man es nochmal, man sieht es auch nach oben. Ich habe jetzt hier auch nicht viel eingefüllt, ich würde mal sagen, vielleicht 200, 300 Milliliter ist in dem Petroleumofen drin. Das heißt, der brennt ungefähr eine Stunde, dann ist der Test für mich abgeschlossen, dann wird einmal durchgelüftet, dass man wieder frei atmen kann und dann werde ich die normale Gasheizung wieder verwenden. Ansonsten wird das Heizen mit Petroleum ein teurer Spaß, auch wenn die unendlich viel Energie rausballert. Aber ich wollte es einfach mal testen für den einen oder anderen, der sagt, okay, ich bin in der Gartenlaube oder was weiß ich über Winter und habe keine Zentralheizung. Vielleicht kann man sich so ein Ding ja mal anschaffen. Kann ich definitiv eine Empfehlung für geben. Das Teil bringt es wirklich mächtig. So, ich muss mal ganz kurz hier an der Stelle zeigen. Hier sieht man das Teil. Uhrzeit passt mit dem Thermometer nicht. Zeigt das gleich nochmal daneben. Nur mal der Form halber, dass sich der ein oder andere nicht wundert, warum es eben 7.50 Uhr war und da 8.05 Uhr. Von dem Thermometer, die Uhr ist einfach nicht gestellt. Jedenfalls nicht aktuell, da wird immer drauf rumgedrückt. 20,2 Grad haben wir in der einen Ecke des Raumes und 23 Grad, das stimmt auch nicht, weil das Buderus-System hier irgendwie, keine Ahnung warum, immer 2 Grad Unterschied anzeigt. Beziehungsweise hier irgendwo der Messfühler drin ist und der hier an der hohlen Wand Richtung Küche symbolisiert ist. Und somit ist das, der Messwert halt nicht real. Wenn man das Thermometer in der Nähe vom Fenster stehen hat, hat man einen relativ realen Wert. Also nehmen wir die Mitte, haben wir ungefähr 21 Grad hier in der Wohnung drinne. Und wie gesagt, am Fenster, wo es etwas kühler ist, 20 und hier mitten im Raum oder am Ende des Raumes 23, wie gesagt, einigermaßen. Außentemperatur 1,5 Grad an der Hauswand. Heißt, wir haben ungefähr Außentemperatur von minus 2, minus 3 Grad. Das kommt ganz drauf an, wo man draußen gerade steht. Auf der Freifläche ist es definitiv so.
Heizung habe ich runtergestellt. Deswegen, wie gesagt, ist die Frostautomatik angestellt und die Heizungspumpe läuft die ganze Zeit. Ansonsten hier kann man ja jede Menge noch einstellen und das Ganze symbolisieren. Allerdings geht die Pumpe hier nicht zu deaktivieren. Das geht nur über die Zentralheizung, wenn ich direkt den Hauptschalter umlege. Ansonsten ist das so gespeichert, dass kein Schaden im System entsteht. Ja, wie gesagt, 1,5 Grad. Wir gucken, das Ding heizt immer noch. So, wir legen das hier mal drauf, dass wir mal schauen können. Hier ungefähr kommt ja die meiste Hitze raus. Ich habe das einfach mal, wie gesagt, ausprobiert, ob es was bringt. Es bringt auf jeden Fall was. Die Heizung an der Stelle erwärmt sich. Sie ist eigentlich kalt. Wie gesagt, das Wasser fließt durch. Und hier an der Stelle wird die Heizung genauso warm, auf bis zu 60 Grad, fühlerisch sage ich jetzt mal, 50, 60 Grad erhitzt, wie als wenn die Gasheizung das ganz normale Wasser erhitzt. Und das ist einfach nur für mich der Test, ob es funktioniert. Ihr seht auch schon, hier oben, na klar, strahlt er hier ein bisschen was ab, das ist ja ganz logisch, aber die Temperatur geht hier direkt hoch. Die Heizung steht zwar hier auf 5, das ist aber nur dafür da, dass das Wasser durchfließen kann, weil wenn ich das Ventil zudrehe, dann ist ja kein Umlauf mehr gegeben. Ja, und hier das Teil, wie gesagt, hier oben drauf könnte man jetzt noch, also wenn man Stromausfall hat, Freunde, ja, ich sag's nochmal an der Stelle, kann man sich da ein bisschen Wasser erwärmen. Es dauert natürlich eine Zeit lang, ein Gaskocher wäre an der Stelle sinnvoller. Hier vorne ist es richtig, richtig warm, also heiß würde ich schon sagen. Ich kann meine Hand jetzt nicht ewig drauf halten. Hier nicht so der, weil hier sitzt ja der Tank drin fürs Petroleum. Der fässt je nach Gerät bis zu 5 Liter und dann kommt man da auch einige Zeit mit aus. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Daten an. Übrigens, hier sind wir schon bei 22 Grad, das heißt, das Ding heizt wirklich gut. Keine schlechte Sache, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Wie gesagt, sollte man jetzt nicht unbedingt auf Dauer verwenden, weil, wie gesagt, ist ja auch nicht jetzt allzu gesundheitsfördernd und man muss ja regelmäßig durchlüften. Nee, stimmt. Er hat also 3000 Watt, 2900 Watt aufgerundet und 242 Gramm pro Stunde verbraucht er. Das war hier der Cipro-Ofen und gibt natürlich viele andere Hersteller. Ich habe, wie gesagt, das Ding durch Zufall auf Kleinanzeigen für 25 Euro günstig geschossen, plus Docht, der kostete nochmal 10 Euro auf eBay. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich hier nicht abfackelt mit dem Teil. Also in der Nähe von Holz würde ich das Ganze so nicht aufstellen. Das heißt hier, die Heizung, die reflektiert die Wärme eigentlich nur und man sollte natürlich immer im Raum mit drinne sein. Und ich würde es natürlich auch nicht ganz dicht dran stellen, nicht, dass irgendwas passiert. Man muss da schon ein bisschen sinnvoll mitleben. Aber ihr seht, solange das Teil hier wirklich gut brennt, kommen da auch keine schädlichen Stoffe zu 100% raus. Das heißt, es ist wirklich für kurze Etappen zum Heizen an der Stelle mal geeignet. Ich, wie gesagt, würde jetzt persönlich nicht eine ganze Woche damit nur heizen. Also ich habe das von einer abgekauft, das ist tatsächlich so eine wahre Story. Die hat das ganze Haus damit geheizt. Da habe ich gedacht, ich bin fast umgefallen. Und sie hat sich dann beschwert, warum Petroleum so teuer ist. Da habe ich erstmal gesagt, dass der Gaspreis ja wesentlich geringer ist. Ja, aber sie braucht ja dann erstmal eine Heizung für 5.000 bis 10.000 Euro. Ja, ich sage, das ist meistens in den Häusern schon eingebaut. Naja, wie gesagt, das war irgendwie so eine ganz verkorkste Situation. Ich habe das Teil dann für 25 mitgenommen, habe gedacht, gut, so als Garagenheizer oder wenn man mal draußen, warum auch immer, wenn man mal draußen sitzt, ihr wisst das ja, manche von den älteren Generationen, wenn man zu Weihnachten zusammenkommt, ja, wir müssen jetzt mal eine rauchen, aber so schrecklich kalt, stellt ihr das Teil einfach unter den Tisch drunter und die können draußen noch bei der Kälte bequem eine paffen. Na, wer das braucht, ich werde es dieses Jahr einfach mal machen. Das ist Luxus-Life sozusagen, ja, die werden sich wahrscheinlich denken, seid ihr bescheuert oder was, aber man muss ja einfach mal probieren, was das Teil so leistet. Wir sind inzwischen hier schon bei 25 Grad und ich muss sagen, nochmal als Randnotiz, ich benutze das Teil hier nicht, ja, nicht, dass einer sagt, bekloppter, ja, ich benutze das Teil hier nicht, um mein Haus definitiv zu heizen, sondern ich benutze das einfach nur, falls die Heizung mal ausfällt. Sie ist heute nicht ausgefallen, aber ich muss es ja einfach mal testen, dass wenn es soweit ist, sollte man schon vorbereitet sein. Habe ich immer so 5 Liter Petroleum am Start und dann kann man das Ganze auch als Notheizung benutzen, ja, oder auch mal dem Nachbarn geben. Unsere Nachbarn hatten nämlich gestern, war auch geil, hatten einfach mal kein warmes Wasser und da ist einfach irgendwie eine Leitung zu gewesen. Tja, kann man das Ganze dafür ideal ausborgen. An der Stelle, wie gesagt, habe ich das Video jetzt einfach mal gemacht, weil ich dachte, wir können es mal testen, wie das Ganze so wirkt. Hier die Temperatur ist weiterhin am Steigen, wir sind schon wieder bei 26 Grad. Ich gucke nochmal ganz kurz zum Thermometer, damit ihr seht, dass es auch wirklich logischerweise nur hier vorne so ist, dass, wie gesagt, die Heizung auch sonst nicht aktiviert ist. Kann man jetzt, ich könnte jetzt noch ein Infrarotthermometer holen, ich lasse es jetzt an der Stelle. Hier strahlt er die Hitze ab, logischerweise reflektiert das Ganze.
Und ja, dadurch, dass die Pumpe alles umwälzt, ob das jetzt zu 100% was bringt, dass wenn alle Räume oben ja, aktiviert sind, sage ich mal, dass der alles mitheizt, das glaube ich nicht. Denn man muss immer sehen, wie viel Kilowattstunden, wenn der hier 2900 Kilowattstunden hat, wie viel eine richtige Heizung hat. Die ist ja bei 6 bis 8 Kilowattstunden. Und wie gesagt, da wird ja der Gasverbrauch auch für ein größeres Haus etwas steigen. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Kurzer Blick nochmal zum Thermometer vorne. Hier hat sich an sich nichts verändert. Weiter 1,5 Grad Außentemperatur bzw. Minusgrad, weil es ja an der Wand 23, Heizung weiterhin aus, 8.12 Uhr. Und ich habe die Heizung eben nicht runtergedreht. Warum sollte ich auch? Wäre ja Blödsinn, weil das Teil heizt ja in dem Moment. Ja, gut, soweit soll es das gewesen sein. Wer Bock darauf hat, ich verlinke das einfach mal in der Infobeschreibung und kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenn ihr jetzt ein Heizungsproblem habt, soll es ja gegeben haben, dass es wirklich Leute schon gab, denen irgendwas mit der Heizung passiert ist. Meistens geht es ja immer kaputt, wenn man die Heizung braucht, weil im Sommer läuft sie ja meistens nur zum warmen Wasser aufbereiten. Die brauchen natürlich dringend Hilfe und so ein Teil ist hier günstig auf eBay Kleinanzeigen zu haben, aber die gibt es schon. Als Petroleumkocher nennen die sich, kann man auch als Heizleistung nehmen, ab 50 bis 70 Euro. Ich verlinke euch die Dinger mal oder auch die Automatiköfen. Der hat übrigens noch mal ganz kurz am Rande, der hat auch einen, ja, wie soll ich das sagen, wie so ein Sauerstoffwächter integriert. Da müssen Batterien halt hinten rein, dann hat er eine elektronische Zündung. Die benutze ich weniger. Hier ist zwar die Zündung mit drin, das heißt, ich drücke einfach nur hier vorne den Knopf, dann geht hier vorne wie beim elektronischen Feuerzeug, kommt so ein, ja, wie so ein Glühfunke, wie so ein Glüher, der geht an den Docht dran. Ich benutze das nicht, nehme einfach ein Feuerzeug und lasse die Batterien drin, weil ich jetzt nicht zu 100% weiß, ob der Wächter jetzt hier eine Stromversorgung braucht. Dann stellt er sich nämlich automatisch ab. Wenn er merkt, dass die Konzentration an Sauerstoff zu gering ist, dann macht es hier drinnen Klick. Und wenn er unsauber verbrennt, dann macht es auch Klick. Jetzt verbrennt er sehr, sehr sauber. Das heißt, wir haben hier eine blaue Flamme. Die sieht man vielleicht minimal da oben hier in dem Ring drinne. Und hier unten, solange das alles glühend rot ist, sondert er halt Hitze ab und verbrennt, ich sag mal zu 98, vielleicht auch 99% rein das Petroleum. Es ist kein normales Petroleum, sondern es ist hier ein gefiltertes, gereinigtes Petroleum, was extra für diese Öfen hergestellt ist. Und somit kann man also an sich gar nicht so meckern. Dann kann man jetzt hier unten auch draufdrücken, dann geht der aus. Würde ich jetzt hier drinnen nicht machen, weil ganz wichtige Lektion, zum Anmachen und zum Ausmachen soll das Teil immer raus. Das habe ich mir so vorgestellt. Ich habe den erstmal 5 Minuten anbrennen lassen auf der Terrasse, habe ihn dann reingeholt, als er dann schön glühend rot war, weil er dann sauber verbrennt. Und wenn das Ganze dann ausgestellt wird, kommt nämlich eine richtig fette Qualmwolke und dann stinkt es wieder in der Wohnung und die Hitze lüftet ihr somit dann wieder raus. Und das ist ja dann auch scheiße. Das heißt, ich habe das Teil zum An- und Ausmachen immer rausgestellt. Jetzt brennt er noch vielleicht ein paar Minuten. Ich sag mal, bevor er leer ist und flackert, wenn die 200, 300 Milliliter da raus sind, dann stelle ich ihn raus, klicke ihn aus, lasse ihn draußen abkühlen und dann kommt er wieder in die Garage und dann ist das Ding erledigt. Hier, wie gesagt, kann man auch die Dochthöhe dahinter nochmal mit einstellen. Das ist hier, mal gucken, dürfte jetzt eigentlich nicht, genau. Hier kann man nochmal, je nachdem, wie lange der Docht in Gebrauch ist, bei mir ist er schon auf Stufe 3. Ich habe zwar einen Ersatzdocht schon seit ein paar Monaten liegen, aber ich dachte, solange wie der halt noch funktioniert, nutzt du den halt noch. Der hat auch einen Umkippschutz, das nochmal ganz kurz am Rande. Ich habe da schon mal direkt eine Review über das Teil gemacht. Wenn der jetzt wirklich von irgendwem, vom Kleinkind oder irgendwem, was ja gar nicht hier in der Nähe spielen dürfte, wie gesagt, deswegen immer Abstand halten, oder ihr stoßt dagegen, will ich jetzt nicht vormachen, habe ich glaube ich schon extra Video gedreht, haut ihr da einen gegen oder tretet dagegen und das Ding kippt fast um, dann ist hier so ein, ich kann es jetzt nicht öffnen, ist zu heiß dafür, ist da so ein kleines Gewicht drin. Wenn das Gewicht zur Seite fällt, dann zieht das den Docht automatisch runter. Dann kommt zwar auch die Qualmwolke, aber es ist auf jeden Fall keine Brandgefahr gegeben. Und somit ist das Teil selbstständig deaktiviert und aus. Natürlich ist es noch heiß und kühlt dann langsam ab, aber es kann nichts mehr passieren. Auch hier der Petroleumtank ist so gesichert, dass nichts auslaufen kann. Es sei denn, wie gesagt, hier unten, was schon vorgespeichert ist, vielleicht sind da 50 bis 100 Milliliter drin, die unter dem Docht sind, damit das Ganze halt etwas flüssig läuft und auch gut nachziehen kann. Da muss man dann aufpassen, das läuft eventuell aus. Bei mir ist Gott sei Dank noch nie was passiert. Ich achte da sehr drauf. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Eine Petroleumheizung im Winter bringt auf jeden Fall was. Ihr seht das, in Abstand auf der Heizung immer noch 30 Grad. Das heißt, hier ist es angenehm warm. Jetzt gucken wir mal spaßhalber, die Pumpe läuft ja fortwährend. Es ist minimal warm. Ob das jetzt hier was bringt, ich glaube es nicht. Das ist einfach nur mal ein Test, die 200, 300 Milliliter mal durchjagen, um mal zu sehen im Endeffekt, wie viel Grad holen wir denn da im Endeffekt mit raus. Natürlich haben wir ja keine 30 Grad im Raum, aber ich sage mal so von 17, 18 Grad, wo ich gestartet habe, auf schon über 20, vielleicht jetzt auch 21 Grad inzwischen, das ist schon ein guter Wert.
Und wir reden jetzt nicht von 5 Stunden Heizwert, sondern von ungefähr vielleicht 40 Minuten Laufzeit oder so neben Dreh. Finde ich eine gute Sache. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App Review wieder. Und ja, ich verlinke euch das Ding einfach mal in der Beschreibung samt dem Petroleum, was ich verwende. Bis dahin, auf Wiedersehen.